Auftraggeber hat eine stattliche Vergütung versprochen, wenn du alle Daten von den Outlaw-Stationen in diesem Gebiet stiehlst. Ich habe das erste Terminal markiert, das du hacken kannst. Okay, auf geht's. Überbrückung eingeleitet. Du musst in der Nähe der Station bleiben, bis die Firewall überwunden ist. Verstanden. Wer ist Sternenstaub? Position der nächsten Station der Anzeige hinzugefügt.
Basis. Bis zum nächsten Mal, Adam. Entdeckt. Der Zugang zu dieser Art von Netzwerk ist ein komplizierter Prozess. Aber dem menschlichen Verständnis zuliebe nenne ich es von jetzt an eben Ding. Thank you.
Ich erkenne nur noch einen Server in der Nähe. Okay, bringen wir es hinter uns. Beginne das Ding. Es klingt viel cooler, wenn ich das sage. Für wen? Ach, vergiss es. Konzentrier dich aufs Hacken, während ich uns am Leben halte. Vollständig. Endlich. Ich könnte jetzt wirklich etwas entspannende Supralichtzeit vertragen. Also, Hive, kannst du mir sagen, was wir da gerade gestohlen haben? Abschusslisten, Tagebücher, Rechnungen, Videos von Trinkgelagen. Irgendwelche Schatzkarten oder abgefahrene Baupläne für Waffen? Nein, aber falls du Interesse an Fotos von Algrim-Schleimschneckenwalen hast... Idiot. Nein, danke. Bitte sehr. 3,86 Quintilabyte zusammengewürfelte Daten. Hoffentlich hat dein Klient eine Vorliebe für Saufvideos. Das ist seine Sache. Ich bin nur froh, dass ich überhaupt etwas vorzuweisen habe. Klingt so, als würde der Auftrag schon eine ganze Weile rumliegen. Wohl wahr. Um ehrlich zu sein, du bist der Erste, der es zurückgeschafft hat. Lass mich die Vollständigkeit der Daten überprüfen. Du hättest den Auftrag nicht annehmen sollen. Leute für etwas derart Unkonkretes in ihren Untergang zu schicken, ist irgendwie falsch. Bei jedem anderen Klienten würde ich dir zustimmen. Aber solche Leute lässt man nicht abblitzen.
Die Pakete sehen sauber aus. Hier ist deine Bezahlung. Vermutlich willst du nicht mehr zur Identität deines Klienten sagen? Nein. Aber jetzt, wo du dich einmal bewährt hast, könntest du es bald herausfinden. Ich melde mich, wenn es etwas Neues gibt. Alles klar. Bis dann. Tatsächlich noch rechtzeitig. Keine Spur von den Ocker. Wir sollten uns besser beeilen, bevor sich das ändert. Können Sie mich hören? Die Familie hat mich geschickt. Wer bist du denn? Kenne ich dich? Noch nicht. Kato schickt mich. Naja, um genau zu sein, dieser Trottel Daryl. Trottel? Dann kennst du Daryl ganz eindeutig nicht. Wir haben jetzt keine Zeit, Daryls Charakter zu diskutieren. Die Ocker werden gleich hier sein. Die Ocker? Warum sollten die Ocker... Nite Tirotan. Erinnerte den nicht. Du hast nicht gelogen. Warum sollte ich? Daryl hatte mir übrigens versprochen, ich müsste nur schnell rein und rausfliegen. Schätze, das können wir vergessen.
Ich will definitiv nicht in einem Orca-Gefängnis landen. Hive, blockier unsere Schiffssignatur. Die Orca dürfen nicht mitkriegen, was hier gleich passieren wird. Dies wäre der richtige Zeitpunkt, um gewisse Lebensentscheidungen zu überdenken. Hab ich schon. Zwischen ihm und dieser Clockwork. Oh, es ging um sie. Ja, da gibt es ein wenig Interesse. Zumindest bei dem Jungen. Ich erwarte eine angemessene Bezahlung, Kato. Ich hätte es mir beinahe mit den Orca versaut. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Das Wichtigste ist, dass alle in Sicherheit sind. Einen wahren Gentleman wie dich können wir immer brauchen. Erledige noch ein paar Gefallen und wir halten dir den Rücken frei. Ich werde in der Jobbörse stöbern, wenn ich dazu komme. Aggressive Orca-Einheit, von der die Kommunikationsmanagerin sprach. Ich sehe sie. Sie hat ein paar Freelancer beim Tor aufgemischt. Sehen wir uns das mal genauer an. Hey, was ist hier los? Hirten Jim Drosek. Drosnek. Moment, du bist kein Orca. Du bist ein Mensch! Verdammt! Leider wirst du das niemandem mehr erzählen können. Ziel zerstört! Das sollten wir Revue passieren lassen. An alle Menschen sofort Feuer einstellen! Ich spreche als Kommandant im Namen der Orca-Kriegerkaste. Wir haben registriert, dass ein Mitglied unserer Kaste an diesen Koordinaten abgeschossen wurde. Ihr habt zuerst angegriffen. Wartet. Ich handle im Namen des Raumhafens von Damaris. Ich übernehme ab hier. Dir sei gestattet, dich zu nähern. Das ist ein Missverständnis. Im Ockerschiff saß keiner eurer Leute am Steuer. Es war ein Mensch. Das ist lächerlich. Das klingt äußerst unwahrscheinlich. Nehmt DNA-Proben, wenn ihr mir nicht glaubt.
Wie ihr sehen werdet, ist es ein Problem zwischen Menschen. Die Orca haben keinen Grund, sich einzumischen. So ein Blödsinn! Ist nicht das erste Mal, dass die Orca uns angreifen. Auf der Sarkov-Transitroute wimmelt es vor Echsen-Outlaws. Halte deine Zunge! Wir sind autorisiert, diesen Ort zu säubern, wenn es sein muss. Beruhigt euch, Leute. Wo genau hat dieser Angriff stattgefunden? An der Transitschneise, direkt auf der Route entlang der Transitbojen. Lasst mich nachsehen, was da los ist. Vielleicht gibt es ja eine einfache Erklärung dafür. Wenn du recht hast und es eine Angelegenheit zwischen Menschen ist, warten wir ab und beobachten, bis sie geklärt wurde. Danke. Ich flieg rüber zur Transitschneise und seh mal nach. Was meinst du dazu? Zu Menschen in Orca-Schiffen? Angesichts des menschlichen Verlangens, einfach alles zu kontrollieren, war das wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Ich für meinen Teil würde jedenfalls Outlaws ohne Orca-Technologie bevorzugen. Positiv zu vermerken ist, dass die Begegnungen mit Feinden von nun an viel abwechslungsreicher werden könnten. Orca wurden angeblich bei den Transitbojen gesichtet. Ich schlage Focca als Bezeichnung für diese Fake-Orca vor. Gewöhn dich nicht an sie. Mein Job ist es, ihren Namen von der Bildfläche zu löschen. Zwei Orca-Drohnen und ein Outlaw-Schiff. Ich bin begeistert. Die werden erledigt. Ich empfehle, die Trümmer der Drohne einzusammeln. Die Drohne wurde von Menschen gebaut und hat eine Seriennummer.
Ich werde einige Datenbanken danach durchsuchen. Hilfe! Wir sind in einem Verdammt, sie haben den Konvoi zerstört. Alf, befanden sich Fokker unter den Angreifern? Nein, nur Menschen. Wenigstens etwas. Das wird großen Ärger geben, wenn die Leute glauben, dass die Ocker ihre Frachter in die Luft jagen. Das Metallteil der Ocker-Drohne ist jetzt vollständig analysiert. Es ist auf einen Schiffshändler in den Cephas-Höhlen registriert. Ein Händler ist er. Das könnte unsere Quelle sein. Los geht's. Mindestens zwei unserer Drohnen wurden von kolonialen Energiesignaturen zerstört. Ja, das war ich. Und auch diese wurden von Menschen gesteuert. Menschen ist es physisch unmöglich, ein Ockerschiff zu steuern. Aber wie ich hörte, ist deine Spezies sehr anpassungsfähig. Wir sind gerade auf dem Weg zu dem Händler, der die Drohnen modifiziert haben könnte. Mit etwas Glück ist der Fall also bald erledigt. Ist das dieser Optimismus der Menschen? Sicher nicht aller Menschen. Im Krieg sind viele eurer Art in diesem Cluster gestorben. Und dennoch kommt ihr immer wieder und sucht euer Glück. Man pflanzt keinen Samen in saurem Boden. Das machen nur Narren oder Optimisten. So kann man das natürlich auch sehen. Also die Fokkerteile, hm? In der Tat. Die Handelsstation ist gleich da unten. Offensichtlich sind wir hier nicht willkommen. Dieser ganze Ort liegt völlig in Trümmern. Zerstörung ist selten vollständig. Ich würde empfehlen, den Rohren zu folgen. Möglicherweise finden wir dort einen Hinweis. Auf die Iris-Transitstation. Wir sollten schnell prüfen, ob alle in Sicherheit sind.
Nein, aber ich erkenne Sprengstoffspuren in der Nähe der Transitstation. Verdammt! Die geben sich nicht bloß als Ocker Outlaws aus, sondern als Ocker Terroristen. Laut meinen Sensoren bleibt nur wenig Zeit, den Sprengstoff zu entschärfen. Dann los. Ich weiß, wer ihr seid. Ach ja, dann eben. So wie immer. Das sollte es gewesen sein. Lass dich von der Stille nicht täuschen. Du musst noch die Sprengkörper entschärfen. Du solltest im Kommunikationszentrum in Damaris Meldung machen. Die Fokker mögen beseitigt sein, aber die Gerüchte sind es noch nicht. Es nimmt einfach nie ein Ende, oder? Du solltest optimistischer sein. Schließlich bist du ein Mensch. Der Ocker-Kommandant versucht, dich zu kontaktieren. Stell ihn durch. Gibt es Neuigkeiten? Ja, die Ocker-Nachahmer sind Geschichte. Das Abschlagen eines Kopfes bedeutet nicht, dass nicht ein anderer seinen Platz einnehmen wird. Wir werden sehen, ob die Menschen jetzt aufhören, unsere Schiffe zu stehlen. Sei dir gewahr, dass wir dich auf keine materielle Weise entlohnen werden. Schon gut. Ich werde bereits vom Raumhafen in Damaris bezahlt. Ist eine bedeutsame Tat nicht Belohnung genug? Mir ist schleierhaft, wie ihr Menschen je Glück finden wollt. Sie haben die Übertragung abgebrochen. Einfach so? Ja, aber keine Sorge. Ich würde sagen, ihr geht im Guten auseinander. Ich bin zurück. Oh, endlich. Ich könnte ein paar gute Nachrichten vertragen. Die Angreifer waren normale Outlaws. Sie wollten die Leute durch Angriffe mit Ockerschiffen gegen die Ocker auffetzen. Ich habe mich drum gekümmert, aber es könnte noch mehr von ihnen geben. Das ist ein Albtraum. Wären es einfach Ocker gewesen, wäre das ein diplomatisches Desaster. Aber so? All die Stellungnahmen und Protokolle, dafür werde ich zu schlecht bezahlt. Vielleicht ist eine bedeutsame Tat schon Belohnung genug? Oder wir Menschen sind einfach dem Untergang geweiht. Ja, vielleicht sind wir das.